die Tendenz in den letzten Jahren dahin zu gegangen, hochpreisige Produkte zu verkaufen. Was ist hochpreisig? Hochpreisig fängt im Internet bei vierstellig an. Das heißt, etwa bei 1000 Euro ist so die psychologische Schwelle, wo man sagt, das ist ein hochpreisiges Produkt. Und die Idee ist auch hier wieder Aussortierung der ungeeigneten Kandidaten. Und wir schauen uns ein Modell hier an. Also im Hinterkopf behalten, es geht um hochpreisige Produkte. Und eine Möglichkeit ist das sogenannte Setter-Closer-Modell. Es gibt auch Leute, die sagen, du kannst hochpreisige Produkte nicht allein online verkaufen, sondern du musst irgendwo dann dazwischen den persönlichen Kontakt schalten. Das ist so eine Philosophie. Andere wiederum, denen gelingt es, hochpreisige Produkte zu verkaufen, weil sie einen hohen Expertenstatus aufgebaut haben und wo es keinen persönlichen Kontakt braucht. Das Setter-Closer-Modell arbeitet mit dem persönlichen Kontakt. Der Anfang ist die Ad, die Anzeige. Die Anzeige hat die E-Mail gebracht. Jetzt wird derjenige, der hinter dieser E-Mail steckt, wird jetzt kontaktiert. Und zwar vereinbart man jetzt einen Telefontermin mit dem sogenannten Setter. Also jetzt kommt das Telefon ins Spiel als Marketinginstrument. Der Setter. Was ist der Setter oder wer ist der Setter? Oft sind das sehr sympathische, oft junge Damen. Er muss natürlich nicht eine Frau sein, kann auch ein Mann sein, aber es gibt Leute, die hier die Philosophie vertreten, wenn der Interessent ein Mann ist, dann lass den eine Frau anrufen und umgekehrt. Ja, auch wir hier, das gehört jetzt nicht hierhin, was wirklich funktioniert und so weiter, ist nicht Teil hier meiner Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, das Modell vorzustellen vom Grundprinzip. So, der Setter ist jemand, dessen Aufgabe nur ist die Vorqualifikation. Die Vorqualifikation. Das heißt, bei dem Telefontermin geht es im Prinzip darum, herauszufinden, ob der Interessent, der sich hier über seine E-Mail-Adresse quasi geoutet hat, der aus der Anonymität rausgekommen ist, aber noch nicht viel von sich preisgegeben hat, dazu zu bringen, dass wir sehen können, ob das Produkt für ihn geeignet ist, auch ob er in der Lage ist, das Produkt überhaupt zu bezahlen zu können. Darum geht's. Vorqualifikation. Dadurch werden ein Teil der Interessenten werden aussortiert. Das heißt, nach dem Gespräch kommt der Setter zu dem Ergebnis, dass es sich lohnt. Nehmen wir an, er führt, ich weiß nicht, am Tag vielleicht 10 Gespräche. Und von diesen 10 sind vielleicht, sagen wir, 4 qualifiziert. Und man sagt, das passt, das Produkt passt, die sind auch in der Lage, das bezahlen zu können. Ja, man fragt dann meistens noch geschickt irgendwie nach dem monatlichen Umsatz. Ja. Oft geht das dann eben auch an andere Internetmarketer, denen man eine Dienstleistung anbietet, wie zum Beispiel Optimierung deines YouTube-Kanals. Na, die arbeiten übrigens genauso. Ne? Also man trägt seine E-Mail-Adresse ein, dann kommt das Telefonat mit dem Setter. Der Setter stellt alle möglichen Fragen, aber im Wesentlichen geht es ihm darum, auch wie viel Umsatz macht er denn im Monat und kann der unser hochpreisiges Produkt, was faktisch eine hochpreisige Dienstleistung ist, kann der das bezahlen? Von den 10 sind also 4 vorqualifiziert. Und dann kommt der Closer. Der Closer ist dann oft jemand, der in der Hierarchie höher gestellt ist im Unternehmen, sagen wir mal der Geschäftsführer. Und der soll dann den Abschluss machen. Das Ganze wird dann kaschiert über Content-Gespräch. Das Gespräch mit dem Closer geht dann in meinem Beispiel Optimierung des YouTube-Kanals. Der Closer sagt dann, also man könnte das machen, man könnte das machen. Und wenn man dann so macht, dann könnte das das und das Ergebnis bringen und so weiter. Hier, der Closer muss also nach außen hin Fachkompetenz zeigen.
Ja, der muss den Kunden davon überzeugen, dass diese Dienstleistung wirklich sich für ihn lohnt, dass die Investition sich lohnt. Der Setter hat keine Fachkompetenz. Ja, außer das, was er oder sie vielleicht so irgendwie am Rande mitbekommt. Aber das ist nicht ein Beratungsgespräch. Das Beratungsgespräch macht der Closer. Der Setter hat eher emotionale Kompetenz. Der weiß, er oder sie weiß, wie man mit Menschen umgeht, ist freundlich, ist sympathisch. Darum geht's. Ja, beim Closer kommt die Fachkompetenz, wir können Ihnen das und das bieten, kostet so und so viel, aber es kommt für Sie das und das raus. Wir können da auch, was weiß ich, gewisse Garantien geben, wie auch immer. Und das Ergebnis ist dann zum Beispiel dann von den Vieren vielleicht 2 oder 3, sagen wir mal 3, zum Abschluss zu bringen. Na, der eine sagt vielleicht, na, im Moment passt es aber doch nicht so gut, okay. Dann wird der auf eine Art Warteliste gebracht und dann wird der nochmal kontaktiert später. Ja, aber bei 3 kommt es dann zum Abschluss, was im Verhältnis zu den 10 hier eine gute Quote dann ist. Und es geht hier ja auch um ein hochpreisiges Produkt, das bei 1.000 Euro beginnt. So, das war eine Möglichkeit des Aussortierens der nicht geeigneten Kandidaten. Im nächsten Video schauen wir uns noch das Webinar an. Bis gleich. Betriebswirt IHK in 60 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.